Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei der Dampf AG. Mein Name ist Axel und ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir. Heute gibt es ein Video, was ich lange vor mir hergeschoben habe. Und oh, ich habe gedacht, na, ich weiß nicht, soll ich schon und so und hin und her und habe dann auch viel rumgespielt damit und ich zeige es euch. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen, es ist die Billetbox. Und bei der Billetbox gibt es, die gibt es wirklich schon sehr, sehr lang. Das ist im Prinzip so was Ähnliches wie ein POTS-System, aber doch anders. Und den Unterschied möchte ich euch heute mal zeigen. Nichts gegen POTS-Systeme, versteht mich nicht falsch, das ist eine Sache, die muss jeder für sich selber entscheiden, ob er ein POTS-System sich gönnen möchte oder nicht. Ich habe mich hier für diese Variante entschieden und das nicht ohne Grund. Auch das zeige ich euch gleich. Aber ich muss noch eins dann loswerden, bevor wir anfangen. Die Billetboxen gibt es in zwei verschiedenen Variationen, beim SXK und bei den Chinesen halt, leider Gottes, die klonen ja, ne? Aber da kommen wir wenigstens mal günstig an was ran, wenn man es sich nicht sonst leisten kann. Und zwar gibt es die in zwei Chip-Versionen, also die SXK-Chip und natürlich auch den DNA-Chip. Das natürlich wieder die bessere Variante ist. Ich selber habe auch schon überlegt, ob ich da einen Chip umbauen lassen soll dann und mal schauen, vielleicht mache ich das noch. Aber eigentlich funktioniert dieser SXK-Chip wunderbar. Jetzt dampfe ich mal kurz, sorry. So. Wer die Billetbox so nutzt, der sagt, er will nicht wickeln, dann ist diese Billetbox für einen Einsteiger gar nicht mal so schlecht. Sie ist aber trotzdem tricky, ja. Also das muss man sich schon überlegen. Also wer nicht wickeln will, der kann so ein Fertigkreuz nehmen vom Nautilus. Die passen da rein mit dementsprechenden Adapter, die dabei sind. Dann gibt es noch die Kanga Tech Adapter. Wer noch KangaTech Coils hat, der kann auch die hier noch nutzen. Ja. Und von dem her finde ich das schon mal ganz gut. Das zeige ich euch aber auch gleich. Worauf ich aber ganz explizit darauf hinweise, ist, es gibt ja RBAs, so wie es bei den neuen POTS-Systemen ja viele auch gibt. Aber hier kann ich euch gleich sagen, die RBAs beanspruchen einen. Also die fordern einen heraus. Das heißt, ihr müsst Geduld haben. Ihr müsst die Fingerfertigkeit dafür haben, weil es alles ein bisschen kleiner ist, wie das, was ihr vielleicht sonst so kennt, unter den Verdampfern. Ja, das ist alles etwas kleiner gehalten, bisschen tricky, aber wer die Geduld hat, wird belohnt, meiner Meinung nach. Also der Geschmack hier mit den RBAs finde ich super. Sonst hätte ich keine zwei Stück. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich zeige sie jetzt euch einfach. Wir gehen mal rüber. Ich schalte mal die Kamera an. Licht ist ja schon an. Ja. Gehen wir auf den Tisch und schauen uns das mal genauer an. Und ich zeige euch das alles, was dabei ist. Dazu wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß. Vielleicht holt ihr euch was zum Trinken oder so. Macht es euch schön gemütlich. Und guckt mal schön dem Axel wieder mal auf die Finger. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, also fangen wir an. Ich lasse mir heute extra Zeit, ja. Also das dauert heute alles ein bisschen länger. Also das ist nicht mal in 5 Minuten kurz abgearbeitet. Und ich finde, das hat sie auch verdient, die Billetbox. Weil das System, so kenne ich, nicht groß. Ja, natürlich gibt es jetzt diese POTS-Systeme, die neuen, aber ich finde, die sind doch ein bisschen anders. Also, Billetbox. Packen wir es mal aus. Verpackungstechnisch muss ich euch nicht groß zeigen, weil es ist eh ein Klon. Ja, also da ist nicht viel drin. Also da ist wirklich nur dieser Aufkleber, mehr ist es nicht. Und darauf kommt es auch wirklich nicht an, sondern auf das, was drin ist. Ne? So. Hier ist die Billetbox. Ihr habt dabei, wie immer, bei allen Geräten heutzutage, die, wenn es um Verdampfer geht, irgendwelche Dichtgummis haben. Ne? Und dann gibt es hier extra noch so Schräubchen für eine RBA, die schon mit dabei ist. Und diese RBA, die kennt man, wenn man länger dampft schon.
Und zwar ist es die von Kangatech, vom früheren Subtank zum Beispiel, kennt man die. Ne? Die ist dabei und auch der dementsprechende Kamin. Ne? Also man würde den im Prinzip hier so drauf tun und dann würde das passen. So, legen wir das mal beiseite. Dann habt ihr hier ein Bändchen. Das zeige ich euch gleich, warum dieses Bändchen lose ist. Verstehe ich zwar nicht, aber gut. Dann habt ihr hier natürlich die Billetbox an sich. Und ihr habt hier zwei verschiedene Adapter, die ihr nutzen könnt für Fertigkreuz. Und zwar einmal hier für den Nautilus, Aspire Nautilus. Da gibt es ja mittlerweile sogar die Mesh Coils. Ja, also wer die hat oder nutzt, der kann die auch mit in der Billetbox betreiben. Und es gibt sie noch von Kangatech. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann. Nee, kann man nicht. Ich wollte es eigentlich hier jetzt nicht rausholen. Müssen wir wohl. Müsst ihr euch selber mal nachforschen. Ich bin mir nicht sicher, welche Kangatech Coils das sind, die man hier betreiben kann. Ich glaube, die OCCs, ob die heute überhaupt noch hergestellt werden, das ist die Frage. Ja, also ich weiß es nicht. Da steht hier halt Kangatech Coil Adapter drauf. Also den könnt ihr dann auch nutzen, falls ihr diese noch hättet. So. Dann tun wir das mal auf die Seite und schauen wir uns jetzt mal die Billetbox an. Was dabei ist, ist dieses Strip-Tip. Ich zeige euch das mal. Das ist so oval gehalten, ja, und macht ein schönes Mundgefühl, muss man schon sagen. Und ihr könnt allerdings wirklich jedes andere Strip-Tip hier drauf stecken. Ja. Und dann habt ihr hier einen Bereich, den müsst ihr oder beziehungsweise ja, den müsst ihr abschrauben, wenn ihr dementsprechend Fertigcoils oder eine Selbstwickelabeis einbauen möchtet. Die ist dafür gedacht, dass die Masse genutzt wird. Also die Masse vom Akku und Gehäuse. Ja, so sieht es aus. Es hat so ein Gummi, so ein Dichtring. Ja, gut. Machen wir das mal wieder drauf. Machen wir mal schön hier wieder das Strip-Tip drauf. Das könnt ihr dann hier so zumachen. Ich mache das jetzt alles hier bloß ein bisschen lapidar fest. So, dann habt ihr hier zwei Deckel. Auf der einen Seite, wo der Knopf ist, der Feuerknopf, den könnt ihr aufmachen und dann habt ihr hier auf der Seite einen USB-Anschluss. Also sprich, könnt ihr darüber laden. Softwaretechnisch ist da nichts dafür. Ist diese nicht gedacht. Es gibt allerdings ja einen DNA-Chip, es gibt zwei Variationen, so wollte ich sagen. Es gibt zwei Variationen von der Billetbox, die eine mit dem SXK-Chip und die andere mit dem DNA. Und die mit dem DNA, glaube ich, kann man dann über die eScribe-Software, hier über den USB-Anschluss, kann man dann ja, dementsprechend rumhantieren und Einstellungen vornehmen. Was ja, der eine vielleicht braucht, der andere auch nicht, wie auch immer. Das ist also die Rückseite, wo der Feuerknopf ist. Der Knopf ist recht tricky, also was heißt tricky? Ne, das ist dumm geschwätzt. Er passt, er funktioniert wunderbar. So, auf der anderen Seite des Deckels, den könnt ihr auch abnehmen. Beide sind natürlich hier magnetisch gehalten, ne? Also das seht ihr ja, ne? Auf allen vier Seiten. Hebt wunderbar. So, und ja, die Chinesen halt, ne, da klonen sie wieder und dann brauchen wir nicht drüber reden, ne? Lassen wir das Thema. So, den Deckel kann man auch wegmachen und da könnt ihr, da fangen wir schon mal beim ersten Teil an, wenn euch dies nicht gefällt, den könnt ihr das von Modern euch bauen lassen, diese Plättchen, ja, und könnt da aus der Billetbox noch eine ganz anderen Schmuckstück draus machen. Was weiß ich, in verschiedenen Farben und Materialien, jetzt irgendwie im 3D-Druck oder aus Holz oder was auch immer. Also Möglichkeiten gibt es dann noch und nöcher. Ne? Das ist das Erste. Dann haben wir hier den Schacht mit Plus und Minus, kann man gut erkennen, ist ordentlich gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Bändchen.
Und dieses Bändchen ist ja lose drin. Warum sie das lose drin haben, weiß ich nicht. Das wollten sie wohl so machen, warum auch immer. Und dann könnt ihr theoretisch das jetzt hier so einlegen und könnt dann euren Akku hier einlegen und könnt nachher über das Bändchen rausziehen. Was ich gut finde, was ich gut finde, ist die Tatsache, dass die Akkus hier nicht beschädigt werden durch Reibung hier an den Polen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Bei manchen Akkuträgern ist das leider Gottes ja der Fall, beziehungsweise ja doch, ist schon so, bei manchen schon, hier nicht. So, und dann habt ihr hier habt ihr die Bedienung. Ja, das sind die Plus und Minus. Und hier drin, das habe ich euch ganz vergessen zu zeigen, kommt die Bridge. Das nennt man die Bridge. Die hat hier unten eine Dichtung. Ich zeige euch die mal. Hier ein Dichtring drin. Und auf der anderen Seite auch ein Dichtring drin. Und jetzt erklärt sich das mit dem Dom vielleicht auch ein bisschen mit diesem Steigrohr, das man als Adapter hat für Nautilus und so weiter und aber auch für den RBA-Einsatz. Ja, das ist das Fenster, das ist aus Glas. Ja, das könnt ihr nach vorne schieben. Ja. So. Und könnt dann so einfach einfüllen. Ganz einfach so einfüllen. Fertig. Nichts in Stopfen oder irgendwas, sondern ihr könnt es wirklich hier so einfüllen. Finde ich klasse. Ich mache es dann oft auch so. Ich mache nur einen kleinen Schlitz auf und fülle dann ein. Ja? Aber das zeige ich euch nachher noch. So. Und auf dieses Teil wird alles drauf gesteckt. Die RBAs oder auch die Fertigcoils. Die Nautilus oder die Kangatech Fertigcoils. Oder wie gesagt, die RBA. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Mal das Scheibchen hier mal auf die Seite. Und dann holen wir mal die RBA. Und die könnt ihr hier so einlegen. Ja, so. Und das Teil hier könnt ihr oben anfangen einzulegen. So. Und einfach hier drüber stülpen, bis es drauf ist. Dann drückt ihr es ein Stückchen runter und das war's. Das ist dann hier abgedichtet durch den O-Ring und unten auch durch den O-Ring. Ja. So, und dann könnt ihr theoretisch, auch praktisch, das Scheibchen drauf machen, auffüllen, zumachen. Dann nehmt ihr das, macht hier dieses Mundstück raus. Beziehungsweise diese Schraube. So. Legt dieses Teil so ein. Ihr seht, das ist ja genormt. Also ihr könnt es nicht falsch rum reintun. Ja, ihr könnt jetzt so rum reintun. Aber ich glaube, das verspricht das spricht für sich selbst, ja, dass man das so nicht macht. Weil sonst sieht man ja nichts. Ne? Also, man legt es so ein. Dann nimmt man dieses Mundstück mit dem Schräubchen. Legt es drauf und schraubt es zu. Ja, so. Na, jetzt habe ich ein bisschen flatterige Hände, entschuldigt. So, jetztle. Ja, dann können wir das hier zuschrauben. Und dann wäre theoretisch jetzt alles startklar. Ja, dann noch ein Akku rein. Und hol mal geschwind einen Akku. Moment. So. Also plus nach unten, minus nach oben. Zack, fertig. Ja. Der Chip geht von 10 bis 70 Watt. Geht relativ schnell. Ja. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich hier mit dem Licht richtig positioniere. Ja. Also ihr seht ja 55, 60. Und jetzt kommen wir bei 70 und dann ist Schluss. Drückt man wieder drauf, fängt man wieder bei 1 an. Find ich gut. Ganz ehrlich.
drücke ich auf die andere Seite, bin ich wieder bei 60, 69, 70. Ja, also das ist völlig in Ordnung. Ja, dann könnt ihr hinten natürlich über den Knopf dementsprechend einstellen, Watt oder mechanisch oder temperaturgesteuertes Dampfen, ja, Nickel, Titan und Stainless Steel. Ja, und dann sind wir wieder Mechmod und dann wieder im Wattbereich. Dann drücke ich wieder unten aufs Knöpfchen drauf und alles ist gut. Ne? So, da ich jetzt natürlich noch keine Coil gewickelt habe, ja, das zeige ich euch nachher. Zeigt es natürlich hier jetzt 0 an. Ne? Also ich drücke immer hier über den Feuerknopf das Menü und hier stelle ich es einfach ein. Das geht eigentlich recht gut. Ja, jetzt habe ich es wahrscheinlich hier wieder. Entschuldigung. Ne? Also hier den Knopf, mit dem probiere ich es dann. Und mit hier stelle ich es dann ein. Ja. Geht eigentlich recht gut, wie gesagt. Okay, jetzt zeige ich euch mal die RBA, nicht die RBA, sondern den Nautilus-Adapter. Den fand ich wirklich cool. So, den habe ich jetzt rausgemacht. Kann das Tankschild wieder hier rausnehmen. Ich empfehle euch, das ist mein Tipp, falls ihr Interesse an sowas habt, holt euch mehrere solche Bridges. Da tut ihr euch echt leichter mit, weil wenn ihr mal keinen Bock habt auf Selbstwickeln, dann müsst ihr hier das Ganze abbauen. Habt ihr aber mehrere solche Bridges, dann könnt ihr da einfach sagen, okay, in dem einen Bridge habe ich die Fertigcoil und in dem anderen habe ich den RBA und dementsprechend kann ich switchen. Ne? Das ist dann halt ein Vorteil. So, und jetzt gehe ich hier einfach hin, drücke hier unten drauf und ziehe mir dann hier das Käppchen runter. So, jetzt zeige ich euch aber noch mal kurz geschwind, wie diese RBA ausschaut. Da könnt ihr oben aufmachen, das ist so eine Rändelmutter. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht spiegelverkehrt, muss ich ja denken, da aufmache. Ja, dann habt ihr sie hier. Und wenn ihr dann wickelt, hier habt ihr die Schraube, die macht ihr auf und könnt ihr das Häubchen runter machen. Wenn ihr dann nachher wickelt, müsst ihr die Watte ein bisschen länger lassen und sie dann hier bündig abschneiden. Aber das zeige ich euch nachher noch. So sieht auf jeden Fall die RBA aus. Und so wie die RBA so ist, gibt es noch eine Verstellung. Und zwar, die ist auch eigentlich mit dabei, die habe ich wieder vergessen zu zeigen. Das ist hier so ein Rädchen, ja. Das tut ihr unten an dem Pluspol drauf und könnt ihr somit das Ganze ein bisschen justieren. Finde ich ein bisschen blöd gemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Gefällt mir gar nicht. Aber wer es gern nutzen möchte, kann es so nutzen. So kann er sich den Zug ein bisschen strenger ziehen. Ich sage ja so, diese RBA, die da dabei ist, ist nicht gedacht für Leute, die einen sehr, sehr strengen Zug mögen, so wie ich. Nee. Dann lieber leicht DL, ja, und, oder leichtes MTL mit leichtem Zug. Dann ist diese RBA echt nicht schlecht und dann könnt ihr sie auch wunderbar nutzen. Ne? Und ja. Jetzt genug gesabbelt über die RBA. Machen wir das mal schön drauf. Na, was ist los? Bildschnitt. Habe ich wahrscheinlich hier zu Versehen das Schräubchen ein bisschen zu sehr eingeschraubt. Wir müssen noch mal. Das kann sein. Das ist alles sehr winzig, ne? Seht ihr ja. Jetzt hole ich doch einen Schraubenzieher geschwind. Sekunde. Brauchen wir ja sowieso nachher den Schraubenzieher. Also dieses System ist wirklich meiner Meinung nach nichts für Leute, die keine Geduld haben. Ja. Man muss wirklich Geduld mitbringen, das ist halt so. Aber nichtsdestotrotz, am Schluss wird man belohnt, finde ich.
Und das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte. So, jetzt gucke ich mal geschwind hier, dass ich dieses Schräubchen packe. So, ein bisschen aufmache. Jetzt. Sechter Schwab. Jetzt. So, ja. Dann könnte sie theoretisch, ich immer mit meinem theoretisch, gell, zuschrauben hier. So. Ich mache es jetzt ganz leicht. Deckelchen drauf. Ja, auch das hier warne ich euch vor, nicht zu arg zuzuziehen, sondern nur ganz, ganz leicht zu machen. Nicht zu viel. Ja, sonst kriegt das nachher nicht auf. Das ist sowieso so eine Sache. Ich glaube, bei dieser RBA hier, die dabei ist, sollte man darauf achten, dass man hier die Dichtung, die an dem Schräubchen hier ist, ein bisschen befeuchtet, weil sonst hat man echt Probleme, die runterzuschrauben. Aber so im Ganzen, groß im Ganzen ist die RBA echt toll. Also ich finde die klasse. Und was ich euch zeigen wollte, war ja, ihr habt ja gesehen, ich habe hier dieses Röhrchen nachher oben drauf gestülpt. Und ups, und dieses Röhrchen, das kommt dann nachher wieder so, kommt es so zusammen und kommt dann in Massekontakt mit dem Gehäuse. Deswegen ist dieses Röhrchen so wichtig, ne, für die RBA und für die Fertigcoils. So, jetzt machen wir die mal weg und jetzt zeige ich euch mal vom Nautilus Coil. Die habe ich übrigens schon probiert, die fand ich echt klasse. Jetzt habe ich aber leider Gottes, ich weiß nämlich jetzt nicht, wo ich die habe. Die einzelne Keule, also holen wir mal kurz eine frische raus. Das sind diese 0,7 Ohm Keule. Ja, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Mesh Coil. Ja, 2S Nautilus. Und dann steht hier, glaube ich, drin 0,7 Ohm. Ja, 20 bis 25 Watt empfehlen sie. Das müsst ihr selber wissen, ne? So, jetzt was macht ihr da damit? Ihr habt hier die RBA. Legen wir mal dahin. Tun wir mal das Blisterchen raus und holen uns aus der Kartonage den passenden Adapter dazu raus. So. Ja, wenn man alles immer gleich parat hätte, gell? So. Ich glaube, jetzt müsste es gehen, oder? Also, machen wir die auf, holen wir die mal raus. Oh, die ist sogar zweigeteilt. Guck mal an. Aha. Die habe ich für mich selber auch noch nicht in der Hand gehabt. Interessant. Gut. Also. Das kleine Tülschen von den Zweien vermute ich stark, weil ich habe es selber auch noch nicht benutzt. Da steht auch S-Buyer drauf. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Stülpen wir hier drauf. Legen das wieder in dieses Loch rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das gleich so auf Anhieb hinkriege. Weil das ist genau das, was es ein bisschen tricky macht. So. Jawohl. Jawohl. So. Dann ist es so drin. Ja, mit dem Hülschen. Dann müsste theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht irre, das hier reinkommen. Genau. Und jetzt müssen wir das hier ein bisschen drehen. Ja, das ergibt aber eigentlich keinen Sinn hier, die ganze Geschichte. Oder?
Doch, genau. Also man schraubt es sozusagen rein, bis es fest ist. Schiebt man das Ganze mal ein bisschen vor. So, jetzt ist es fest. Also, ihr nehmt diese kurze Hülse und stülpt die als erstes drauf. Dann legt ihr die RBA, diese ganze Coil rein und stülpt die hier im Prinzip. Guckt, dass die vorne wieder rausguckt, oben. Hebt es hier mit dem Fingerchen bis kurz fest und schraubt es einmal fest an, diese Hülse. Und dann könnt ihr das Ganze wieder zurückschieben. Ja, so. Bis ihr da in dem gegenüberliegenden Loch seid. Drückt drauf und jetzt ist es drin. Und jetzt passt das. Ne? So, und dann könnt ihr hier reingucken. Da ist dieses Meshröhrchen auch zu sehen. Ja. So, ich zeige es euch nochmal. Es besteht aus zwei Teilen, diese Hülse. Ja, die kurze Hülse setzt ihr hinten an der Fertigcoil an und schraubt die drauf. Legt es hier rein. Lässt es vorne oben rausgucken. Ja, und so. Und dann schraubt ihr das Gegenstück hier einfach einmal fest drauf. Und dann könnt ihr alles runterschieben, ja, in dieses Loch da unten. So. Ja, das ist halt alles ein bisschen kleiner, wie das, was man sonst so kennt, ne? Aber ich finde das System trotzdem klasse, weil man dann so viele Sachen machen kann. Klar, die Coils solltet ihr vorher ein bisschen anfeuchten. Das versteht sich ja wohl von selbst. Und wenn nicht, dann lasst das 10 Minuten, Viertelstunde einziehen. So. Jetzt machen wir genau das. Jetzt nehmen wir nämlich die hier mal ein bisschen benetzen. Weil ich möchte die jetzt auch mal probieren. Die habe ich für mich selber noch nie probiert. Ja. So. Setzen wir die mal rein. Hätte ich eigentlich auch gleich machen können, ich Schafsäckel. So. Machen wir hier noch ein Tröpfchen rein. So. Hier noch ein Tröpfchen drauf. Ne? Oh, der ist durstig. Der ist durstig. Durstig, ja. Ich mit meinem schwäbischen Dialekt entschuldigt bitte, gell, aber so ganz Hochdeutsch, das liegt mir einfach doch nicht. So, dann mache ich hier noch mal rein. So. Und jetzt mache ich genau das, was ich euch auch empfehle. Macht hier ein bisschen Liquid drauf. Ja, so seitlich. Hier ein bisschen, ja. Da ein bisschen. So, und jetzt schiebt ihr einfach das Verdampferchen hier wieder gesagt so drauf, dass es fest ist. Jetzt nehmen wir die Glasscheibe. Und ihr seht ja schon, jetzt geht es ganz leicht. Ja, und trotzdem ist es dicht. Also so ist es nicht. So. Jetzt nehme ich mein Fläschchen und füll hier auf. Guckt, so einfach ist das. Zack, fülle ich hier auf. Und es passt. Ja. Ich mache es jetzt mal nicht ganz so voll. Kann man aber machen. Spielt keine Rolle. So. So, dann lassen wir die mal jetzt so stehen. Für einen kurzen Moment. Ihr seht ja, hier ist der Pluspol, das wird dann nachher hier so reingeschoben. Das können wir eigentlich aber auch gleich machen. So. So, jetzt habt ihr das so drin.
Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen wieder gesabbert. Aber das ist ja beim Dampfen nichts Neues. Ich glaube, jeder kennt es. Machen wir das hier mal ein bisschen schön sauber. So. Jetzt könnt ihr hier das hier so draufschrauben. Ups. Wenn ihr es noch fest haben wollt, könnt ihr das mit dem Finger sogar machen. Ja. So. Und jetzt ist es fest. Ne? So, gucken wir mal. 0,67 Ohm zeigt er an. Dann gehen wir mal aber mit der Wattzahl gleich mal runter. Beziehungsweise, das dauert mir so zu lang. Gehen wir gleich mal in die andere Richtung. Das ist das, was mir gefällt. Guckt mal. Zack, und schon bin ich unten. Ja. Machen wir mal 16 Watt, reicht eigentlich erstmal. So. Okay, jetzt lasse ich die erstmal stehen, weil ich möchte euch auch kurz zeigen, wie das ist mit dieser RBA-Geschichte. Also die RBA im Prinzip funktioniert genauso wie jetzt mit der Fertigkeule. Ihr schiebt dieses komplette Teil einfach unten in die Wanne rein. Habe ich hier nicht noch irgendwie eine Ersatzwanne, wo ich euch das zu zeigen kann? Ja, das ist jetzt ein kaputtes Teil, aber auch das ist genau identisch wie dem anderen. Da war die Dichtung hier nicht in Ordnung. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas verbessern kann, weil das ist nicht hundertprozentig so, wie es sein soll. Ne? Hier unten reinschieben. Zack. Moment. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Unten rein. So. Ne? Willst du nicht? So, und dann die Hülse. Na. Die ist ein bisschen strenger wie die andere. Ja, und dann zack, hebt es fest. Na, so funktioniert es. Machen wir die aber raus, weil ich will euch ja eigentlich zeigen, wie ihr die wickeln müsst. Jetzt kommen wir zu einem Nachteil von dieser RBA, die dabei ist. Die RBA funktioniert an sich ganz gut, aber ich habe das Problem und ich weiß nicht, ich kann es euch leider nicht sagen, ob es da ein Adapterstück dafür gibt, dass ihr die auf einem Akkuträger oder einem Wickelsockel aufschrauben könnt, um den Widerstand zu messen. Ja, das kann ich euch leider nicht beantworten zu dieser Geschichte hier, aber wir probieren es trotzdem mal kurz aus, dass ihr wisst, wer lang dampft, der weiß ja eh schon, was er eigentlich wickelt. Und ich sage jetzt mal hier, wenn ich hier meinen Kanthal D-Rand nehme und ich mache 6 Windungen, ja, dann bin ich ungefähr bei 1,1, 1,2 Ohm. Ja. Pi mal Daumen bei einer 2,5 mm Wicklung. Und das zeige ich euch jetzt mal noch kurz, bevor wir dann nachher Keulen nutzen von Nautilus. So, also Drähtchen schneiden wir ab. Jetzt gucken wir natürlich hier, dass ich nicht zu viel Draht nehme. Ja, komm. Manch einer sagt immer, ich bin ein Verschwender, wenn es um Draht geht. Draht ist mir völlig egal. Dann habe ich halt weniger, dann muss ich halt nachkaufen, mein Gott. Dann ist es halt so. So, okay. Also, 2,5 mm Dorn. Ist fast, also es passt gerade. 2,5 mm ist eigentlich optimal, würde ich sagen. Ja, dann habt ihr hier so. Okay. Dann nehmt ihr eure Wicklung. Und ihr fangt am besten so an. Ihr solltet ja die Beinchen so positionieren, dass ihr nachher beim Zuschrauben
den Draht mitführt und nicht in die gegengesetzte Richtung. Ja, also wenn eine Schraube so zugeht, dann müsst ihr auch von unten links anfangen. Hier, ne? Aber das muss ich euch eigentlich auch nicht erzählen. Also Beinchen, linke Seite, von euch gesehen jetzt rechts. Und dann wickle ich hier jetzt 2, 3, 4, 5. Machen wir noch eine sechste Wicklung. Stulpe drauf. Heb's fest. So. Ja, und dann habe ich hier meine sechs Wicklungen. So. Jetzt nehme ich meinen Schraubendreher. Schraube die Schraube auf. Die erste Seite. Besten die zweite gleich mit. Dann lege ich die hier so ein. Ja, die Wickelhilfe mit dem Draht und lege die auf das Airflow-Loch drauf. Ja, also das ist echt ein bisschen tricky, glaubt mir das. Da müsst ihr Geduld haben. Ja, also hier so drauflegen. Dann den Draht nehmen, hier drauf und um den Draht rum. Ja, wenn ihr merkt, es wird zu eng, macht das Schräubchen ein bisschen höher, dann geht es auch. Aber jetzt habe ich es erpackt. So, und dann hebe ich es mit dem Daumen. Ja, dann schraube ich hier die erste Seite schon mal zu. Jetzt hat er es aber nicht gepackt, das sehe ich schon. Mache ich gleich wieder auf. Das ist halt das, was ich meinte mit dem Tricky. Ja, also wer hier keine Geduld hat, hat keine Sonne. So. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Jetzt hat es, glaube ich, geklappt, ja. Oder? Sitzt fest. So, jetzt habt ihr die erste Seite, dann dreht ihr einfach das komplette Teil um. So rum zu's. Und auch da legt ihr im Prinzip wieder den Draht, macht die Schraube ein bisschen auf, unterhalb der Wicklung. Ja. Ist nicht einfach, ich sag's euch, das ist wirklich, wer wickeln kann, der kriegt Sinn, aber wenn jemand sich damit das erste Mal versucht, der wird schimpfen. Ja, also es erfordert schon ein bisschen Geduld. Aber ich finde es trotzdem klasse. Weil das macht ja gerade den Spaß aus bei einer Billetbox, dass man auch mal ein bisschen handwerklich was drauf haben muss. Man muss ein bisschen Geduld haben, man muss ein bisschen probieren, hin und her. Ja. So, machen wir hier mal zu. Jawohl, hebt. Wunderbar. So, und jetzt positioniere ich meine Wicklung. Ja. Jetzt schiebe ich die einfach hier ein bisschen rüber mit dem Nagel und positioniere sie ein bisschen mittig. So. Aha. Guck mal, ist mir der Draht weggewandert. Guckt euch das an. Das ist doch ein Hund. Ja. Tja, so kann es gehen. So. Aber jetzt. So. Fertig. Ja. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr hier die Drähte wirklich schön sauber zumacht, dass die Schrauben wirklich ordentlich packen. Ja. Und dann, wie gesagt, schön mit Ruhe arbeiten, ordentlich arbeiten. Ja, und dann sieht es ungefähr so aus. So, ja. So. Schnippen wir das mal ab. Und hier auch.
Was ihr jetzt machen könnt, das ist eine Sache, die empfehle ich nicht unbedingt, aber das könntet ihr theoretisch machen. Ihr könntet hier einen Akkuträger nehmen und könntet hier einfach mit dem Finger so drauf gehen. Ja, so. Und dann hättet ihr einen Widerstand. 1,47 zeigt er mir an. Ja, wenn ich ihn so heb, kann ich kurz ausglühen. Ja. So. Fertig. Mehr nicht, es wird ja auch heiß. Ne? Aber er zeigt mir an, alles ist in Ordnung. Okay. Das ist so eine Alternative, die man mal nutzen kann. Aber ich wüsste sonst nicht, wenn ein Bunsenbrenner, könnte man vielleicht das nochmal ausglühen ein bisschen. Oder mit einem Feuerzeug, wenn es möglich ist. Ich weiß es gar nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. So, okay. Aber die RBA zu wickeln, wie gesagt, ist tricky. Und auch die anderen RBAs, das ist noch mit einer der einfachen RBAs, mit denen man das wickeln kann. Es ist eine Herausforderung, definitiv. Ja, definitiv. So, jetzt nutze ich da einfach geschwind so einen kleinen Sockel, dass ich den mal abstellen kann. Und dann holen wir uns mal ein Stückchen Watte. Jetzt, wo haben wir denn hier Watte, Herr Gerlach? Da haben wir doch Watte. Genau. So. Nehme ich da ein bisschen Watte von meiner Cotton Cloud. Die liebe ich. Die liebe ich, die Cotton Cloud. Die ist echt klasse. Also, wer mal welche zu viel übrig hat, soll mir mal einschreiben. Ich könnte gern welche, würde gern welche entgegennehmen, wenn jemand das möchte. Ja. Ja, das mit dem Dampfen, das ist so eine Sache, gell? Es gibt so viele leichte Sachen, es gibt aber auch so viele tricky Sachen. Und genau die reizen mich eigentlich, weil wenn was einfach ist, dann klar, okay, wer nur von der Zigarette weg möchte, für den ist das natürlich dann das Perfekte, wenn es leicht geht. Aber wenn man so wie ich und wie ihr teilweise auch, die jetzt zuschauen, länger schon dampfen, dann fällt irgendwas, ne, mit der Zeit. Und das ist das, was ich hier jetzt gefunden habe für mich auch wieder. Dieses bisschen ausprobieren, bisschen testen und wickeln und so. Ne? So. Und jetzt probieren wir das mal. Holen wir die mal da rein. So. Guckt mal, wie gut es klappt. Wunderbar. So, und jetzt habt ihr hier die beiden Beinchen, ja, und die müsst ihr einfach nach oben stülpen und dann das Kämmerchen drüber. Ja, jetzt machen wir das hier mal weg. So. Nehmen wir das Verlängerungsstück. Nehmen die zwei Burzel, sagen wir da dazu, die zwei Füßchen. Und holen die hier hoch. So, und dann stülpen wir im Prinzip die ganze Sache so drauf. Jetzt ist dieses Teil schon wieder zu eng. Also gibt's das? Sag mal, macht das alles sein Eigelb? Glaub's ja nicht. So, itzeli. Ja. Schrauben wir wieder zu. So, und jetzt gucken wir, dass wir das oben abschneiden. Scherchen an mich ran. Ja, ich schneide es nicht bündig, ich lasse ein bisschen mehr. Ja, so ungefähr schneide ich ab. Ist eigentlich ein altes System, was man kennt. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die kennen das ganze System noch gar nicht. Und denen muss man das natürlich auch zeigen. Was ist denn das hier für eine komische Pinzette? Hatte ich denn nicht woanders noch eine andere? Egal. Nutzen wir die. Die geht ja auch. So, und jetzt nehme ich einfach hier die Watteteile, die Enden und lege die so ein bisschen nach unten. Ihr seht ja, hier ist ja auch seitlich so eine Gewinde. Ja. Das muss natürlich unterhalb des Gewindes muss die Watte liegen. Und zwar genau da, wo das Loch ist. Macht man das schön ordentlich. So. Dann seht ihr ja hier, kommt dann die Watte da hervor. So.
Jetzt sieht es doch schon mal was aus. Machen wir es auf der anderen Seite auch. Legen wir das schön rein. Na, guck, kommt schon das Purzelle raus. Und wenn ihr jetzt Probleme habt und meint, dass der Nachfluss würde nicht stimmen, ja, dann macht halt hier ein Löchle rein ein bisschen. Braucht es aber eigentlich beim MTL nicht. Aber das Schöne ist, ihr könnt dieses Teil auch wirklich DL und MTL dampfen, aber DL nur bedingt. Also wirklich sehr restriktiv. Ja. Aber es geht. Gehen tut's. So. Und dann machen wir da das Deckelchen drauf. Moment, erst müssen wir es anfeuchten. Und jetzt nehme ich ein anderes Liquid. Ja, jetzt nehme ich hier einfach mal von Bang Juice. Ja, ich könnte, obwohl, ja doch, komm, machen wir mal. Oder? Ja, Bang Juice, ich habe, Tom Clarks habe ich in dem anderen drin. Nehmen wir mal Bang Juice. Das Infrared Fresh mag ich eigentlich auch ganz gerne. So, und dann mache ich hier schön feucht. Ja. So. Hier auch ein bisschen. So. Und dann noch ein, zwei Tröpfchen in der Mitte. So. Und dann könnt ihr natürlich auch hier ein Tröpfchen drauf machen. So, ja, und da auch. So. Et voilà. Machen wir das Häubchen drauf. Bitte nicht zu fest draufschrauben, lieber nur leicht. Ja, also ihr merkt es gleich, wenn ihr hier so fest schraubt, so handfest, reicht vollkommen aus. So, und wo haben wir denn jetzt die RBD Bridge? Die haben wir hier. Jetzt setzen wir die Bridge hier rein. Entschuldigung, ihr seht es ja sonst nicht. So, setzen wir hier rein. So, ja. Das ist eine Clone Bridge und da ist der Dichtring nicht immer hundertprozentig. Ja, das kann auch mal eine Bridge sein, wo nicht so hundertprozentig funktioniert. Die hat so ein bisschen seine Macken, aber im Prinzip ist es alles gleich. Na, dürft ihr jetzt nicht zu ernst nehmen. Genau. Hier das Häubchen noch drauf. Auch die ist ein bisschen enger. Habe ich schon gemerkt. So. Schieb's rein. Dann habt ihr es hier fix. Und dann schiebt ihr das Ganze einfach hier so runter. Ja, mit dem Finger. Hier. Drückt ihr so runter. Fertig. Glas drauf. Ja, ihr seht hier, habe ich schon das Problem. Mit dem Gummi von diesen Billigteilen. So. Und dann mache ich jetzt hier das Liquid rein. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr aufmachen. So. Noch ein Stückchen. So. Und dann füllt ihr euch das einfach auf. Ja. So. Das reicht schon. Man kann es natürlich voll machen. Ich bin der Meinung, es sind 5,5 Milliliter pro Bridge, die ihr an Liquid einfüllen könnt. Und ja. So, und dann ist die fertig. Ne? So, und jetzt nehmen wir mal die andere, die wir ja vorhin fertig genommen haben. Und kommen mal nach oben und machen den ersten Dampftest mal mit diesem Fertigkreuz vom Nautilus. Mesh. Bis gleich. So, jetzt legt man das mal auf die Seite. Da holen wir mal unseren Trip-Tipp. Da haben wir ja eins, genau. Und dann schauen wir mal. Ich mache jetzt den Deckel auf und überprüfe mal, wie viel Watt ich da drauf habe. 16 Watt, 0,67 Ohm. Das Licht, das blöde Licht. Warte mal. Geht's jetzt? Ihr dürft es mir glauben, es sind 16 Watt, 0,6 Ohm.
Gut. Also, fertig Coin Mesh. Probieren wir es mal. Das war jetzt DL. Also mir ist das zu leicht. Aber es geht. Ja, man kann ja, wie gesagt, auch das Dichtteil nehmen. Es gibt aber die Möglichkeit auch, wenn ihr ein bisschen tricksen möchtet, ihr habt hier seitlich solche Ritze. Und die Ritze gehen bis zu der Bridge. Beziehungsweise hier unten. Wenn ihr dann das Füßchen seht, da kommt nachher dieses Fensterchen rüber, bis dahin. Ja. Und wenn ihr da mit dem Tesafilm die ein bisschen zumacht, dann habt ihr ein bisschen strengeren Zug. Das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber das ist eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, diese Ringe, die dabei sind, die kann man natürlich auch nutzen. Ich baue sie jetzt nicht ein, aber das ist auch möglich. Ne? So, dann gucken wir mal. Schmeckt Bombe. Wie so ein Mix aus Kaffee und Karamell. Mal probiert. Schmeckt ganz gut darin. Also wenn ihr jetzt den Ring drauf habt, dann könnt ihr den jetzt ein bisschen enger machen. Das würde gehen. Also wer das DL dampft, das geht relativ leicht. Ja. Das ist gar nicht meins. Entschuldigt, ich muss geschwind einen Schluck trinken, weil DL ziehen. Oh nee, Leute. Das ist nichts für mich. Da verkrampfe ich total. Habt ihr wieder was zu lachen über den Wachsel, gell? Naja. Oh, Jesus, Marie und Josef. So, also, mit Fertigkeul, Nautilus bestanden, top. Jetzt gehen wir wieder runter und ich bastel mal kurz mit euch gemeinsam die RBA rein. Ne? Also, bis gleich. So, also, Deckelchen auf, das Ganze hier aufschrauben. Oder Triptipp rausnehmen und irgendwas nehmen, mit dem ihr das aufschrauben könnt. Ihr könnt das, wie gesagt, auch mit dem Fingernagel machen. Das ist gar kein Thema. Ja, das geht wunderbar. Wenn man es nicht wie ein Ochse zuzieht, muss ich dazu sagen. Gell? So, also. Dann habt ihr das runter. Da könnt ihr die RBA komplett hier, die Bridge, man sagt wohl Bridge dazu. Also ich sage immer, dieses Tankglas, Tankteil. Einfach rausnehmen und könnt jetzt eine andere nehmen mit einem anderen Geschmack oder vielleicht mit einer RBA und könnt die einbauen, so wie jetzt. Ja. Zack. Also, und dann schraube ich hier wieder drauf. Habt ihr das jetzt gesehen oder habt ihr das nicht gesehen? Ja, ich zeige es nochmal. Also hier ist es jetzt offen. Jetzt nehmt ihr die fertige, die ich vorhin gemacht habe mit dem RBA, die Bridge und legt die rein. Und dann könnt ihr hier jetzt zuschrauben oben. Ja, und auch das wieder mit dem Nagel, wenn ihr möchtet. Oder Triptipp drauf. Zudrehen. Jetzt ist es auch fest. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen nachziehen. Okay. So. Und dann drauf. So, und jetzt gucken wir mal, was er da sagt. 0, 1,45. Ja. Muss es andersrum heben. 1,45, 16 Watt. Kommen wir nochmal nach oben. So, Dele. Jetzt probieren wir mal die RBA. 16 Watt habe ich eingegeben, gell? Muss ich mal gucken. 16 Watt. Das ist nicht wenig, ne? Und auch hier ist es wieder so, leichter Zug. Mit der RBA und die könnt ihr
verjüngen, wenn ihr möchtet, ne? Indem ihr, oder verkleinern den Luftzug, indem ihr die zwei Schlitze hier zuklebt als Beispiel, oder dann eben diese Reduzierungshülsen da unten an dem Pluspol ein drüber stülpt und da dementsprechend ein bisschen enger das Loch zieht, ja, dreht, dann könnt ihr das auf MTL restriktiv dampfen. Aber ich würde sagen, also wer einen leichten MTL-Zug mag, der ist mit dieser RBA, die da dabei ist, wirklich gut bedient. Die ist nicht so schwer. Ist ein bisschen Fingerfertigkeit muss man haben. Ja, ich würde mal sagen, das ist, habt ihr ja gesehen, es geht relativ fix. Also ganz so schlimm ist es nicht. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Bangjuice-Fan, aber das Infrared Fresh, das hat schon was. Und ihr könnt theoretisch, ja, ich bin ein bisschen experimentell, oh Gott, ist das heute wieder schwer. Ihr könnt auch noch ein bisschen rumspielen, einfach den Finger auf diese Schlitze halten. Das wird auch gehen, das ist auch streng. Da was raus, genau. Weil das ist ja hier nicht hundertprozentig dicht, ja, die Deckel, die ihr da drauf macht, da zieht sich halt da ein bisschen die Luft, also das probiert's aus, ja, also es ist okay, man kann echt nicht meckern und Geschmack ist wirklich top, wirklich top mit der RBA. Ich sagte ja am Anfang, es ist nichts für, die RBA ist nichts für Einsteiger. Da sollte man dann wirklich lieber diese Fertigcoils nehmen. Da habt ihr ja gesehen, wie das geht. Und zur Not könnt ihr es nochmal zurückspulen und nochmal angucken. Und dann passt es ja. So. Das zu diesem. Ja. Jetzt habt ihr die Billetbox mal gesehen. Ich habe es nicht so profimäßig drauf, das wisst ihr. Ja. Ich habe auch meine Zitterer und da klappt es mit dem Bild mal nicht so hundertprozentig. Aber das ist doch auch nicht, auf das kommt es doch nicht an. Hauptsache, ihr versteht, was ich meine und ihr könnt das System nachverfolgen und begreift, was ich meine. Jetzt komme ich auf einen Punkt zurück, der mir wichtig ist. Und ich kann es nicht hundertprozentig, wie soll man sagen, hundertprozentig bestimmen. Aber mein Gefühl sagt mir das. Passt auf. Es gibt, wie gesagt, Pod-Systeme. Und wenn ihr die Pod-Systeme habt oder euch kaufen möchtet, dann schaut mal, da sind diese ganzen Tanks eigentlich aus Kunststoff wie diese auch. Nur durchsichtig und verhältnismäßig dünn. Und wenn ihr bei einer solchen Pod-System in der Bedienungsanleitung schaut, steht da oft drin, man soll kein Triacetin drin nutzen oder mentholhaltiges eventuell, weil das beschädigen kann den Tank. Das, meiner Meinung nach, ist hier nicht der Fall. Ihr könnt hier alle Liquids nutzen, die ihr möchtet. Ja. Dieser Kunststoff, ich weiß nicht, das dürfte Prom sein oder irgendwas. Ziemlich dick, dieser Kunststoff und stabil. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich keine Angst haben muss, oh je, was nehme ich jetzt da zum Dampfen? Nicht, dass mir das ganze Teil kaputt geht. Hier habt ihr damit keine Sorgen. Überhaupt nicht. Das ist richtig schön dick. Ja. Und dazu habt ihr hier ein Glasfenster, das ihr jederzeit reinigen könnt, ohne dass es euch kaputt geht. Ich persönlich bin so eingestellt, wenn ich etwas kaufe, was geklont ist, und es ist ja auch ein Klon, kaufe ich mir meistens solche Ersatzteile 2-3 Mal, damit, falls es dies nicht mehr gibt, ich die Reserven noch dafür habe. Ja. Kann man so machen, muss man nicht. Ich bin auf jeden Fall so eingestellt, dass ich mir die Dinge immer gleich 2 oder 3 Mal kaufe. Und in diese Bridge zum Beispiel habe ich mir auch extra 2-3 Mal gekauft. Ne. Ich meine, ich liege euch nicht voll. Glaubt mir das. Ich habe 2. Ja. Und nicht ohne Grund. Ich liebe diese Billetboxen. Ich weiß, es ist ein riesen Zinnober da immer mit dem Wickeln und so. Aber man wird belohnt, man wird wirklich belohnt und der Geschmack ist wirklich on point und ich zeige euch, ich zeige euch, mein Herrn, ich zeige euch,
beim nächsten Video die verschiedenen anderen RBAs, die es noch gibt. Die haben es echt in sich, ja. Auch die sind wirklich nicht für Anfänger. Allerdings gibt es da RBAs, die haben unten ein Gewinde und die könnt ihr dann auf einen Wickelsockel aufschrauben oder auf einen Akkuträger, wenn ihr das lieber möchtet. Das ist der Vorteil gegenüber dieser RBA, die dabei ist. Aber ihr habt es selber gesehen. Ich habe euch den Trick gezeigt und mehr braucht es dann nicht. Ne? Ja, jetzt dampf ich mal geschwind. Weil heute, da habe ich Tom Clarks Lauf drin. Und da habe ich eine andere RBA drin, die ist sehr, sehr, sehr streng möglich. Und die ist genau meine Richtung. Schön streng. Ne? Und da kommt der Geschmack auch bombig rüber. Was habe ich denn da eigentlich an Einstellung drin? 14 Watt, 1,5, 8 Ohm, Kantal. Ja. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch von diesem Video, wo ich mir ja jetzt wirklich viel Zeit gelassen habe und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei heute bei mir. Vielleicht interessiert es euch ja auch so eine Billetbox. Ja? Und das war mit eins der letzten Produkte, die ich gekauft habe und die ich euch vorgestellt habe. Warum, weshalb? Dazu kommt noch ein Video. Es kommt jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage oder die nächsten ein, zwei Wochen, lasst mir ein bisschen Luft, kommen die RBAs für die Billetbox, die zeige ich euch noch. Und danach kommt ein Video, wo ich euch ein paar Sachen erklären möchte und erzählen möchte. Und bis dorthin wünsche ich euch auf jeden Fall etwas sehr, sehr Schönes, wie es der liebe Feelgood sagt. Ja. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und verliert nicht den Mut in der heutigen Zeit. Lasst euch nicht die Laune verderben. Ne? Wir sehen uns dann spätestens in zwei Wochen. Anderfalls vielleicht beim Dampfer Chaos Club, da bin ich ja auch alle 14 Tage. Und da können wir uns ja auch sehen. Gell? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel von der Dampfer AG.